Wir haben vier unterschiedliche Helgen-Modelle. Den Helgen One, den Helgen 600, den Helgen 2000 und den Helgen 2002. Der Helgen One hat ein reelles Fassungsvermögen von 6 Kilogramm, ist also wahrscheinlich eher die Größe für ein Pony. Der Helgen 600 fasst 12 Kilogramm und wird von mir empfohlen für ein Großpferd. Helgen 2000 und Helgen 2002 haben das gleiche Fassungsvermögen, in etwa 30 bis 35 Kilogramm. Hier lohnt es sich schon ab 2 Pferde, sich den Helgen 2000 oder den Helgen 2002 anzuschaffen. Der Helgen 2002 unterscheidet sich zum Helgen 2000 durch die 2 Bedampfer, ist also ausgelegt für große Betriebe. Stallbetreibern oder vielen Pferdeleuten macht es einfacher, den Bedampfungsprozess zu verkürzen. Zudem hat der Helgen 2002 Edelstahl-Spikes. Edelstahl gilt als langlebigeres Material im Gegensatz zu den Aluminiumdüsen. Wir brauchen einen Stromanschluss, 230 Volt Haushaltsstrom, über eine 16 Ampere Leitung. Zudem benötigen wir etwas Wasser, da das Gerät keinen direkten Wasseranschluss hat. Ihr benötigt einen relativ ebenen Boden und eine überdachte Stellfläche, da es sich um ein Elektrogerät handelt. Grundsätzlich gilt, wir haben keine Wartungsintervalle, da fallen also jegliche Kosten weg. Wir benötigen nur minimal Wasser und etwas Strom, je nach Gerätegröße 30 Cent bis 1 Euro pro Bedampfungsvorgang. Wichtig ist die Entkalkung und deren Kosten einzuplanen. Je nach Härtegrad des Wassers müssen wir alle 4 bis 6 Wochen entkalken. Kalkuliert hier 5 bis 7 Euro pro Entkalkungsvorgang ein. Wir haben 3 große Punkte. Zum einen, bitte lass das Gerät nicht einfrieren. Es handelt sich hierbei um ein Elektrogerät und zwar nur der Boiler. Bitte stellt im Winter sicher, dass dieser nicht einfriert. Zum zweiten, er hat keine Abstellfunktion. Das bedeutet, bitte schaltet euer Gerät manuell rechtzeitig aus oder arbeitet mit einem Countdown-Timer. Zum dritten, wie eben schon erwähnt, muss das Gerät regelmäßig entkalkt werden. Ihr könnt natürlich mit Heunetzen bedampfen. Unerlässlich ist jedoch darauf zu achten, dass diese hitzebeständig sind, da wir Temperaturen über 100 Grad Celsius erreichen. Wir haben die vom Hersteller für euch vorrätig. Grundsätzlich gilt, das bedampfte Heu hat keinen Verderb. Ihr könnt das Heu bedenkenlos 24 Stunden außerhalb der Box und über 72 Stunden in der Box bzw. in dem Helgen drinnen lagernd verfüttern. Eindeutig nein. Das Heu hat eine trockenere Struktur als unbedampft. Anfänglich ist es etwas nass, bedingt durch das Kondensat, es trocknet dann aber sehr, sehr schnell wieder ab. Ja, ich kann auch Heulage bedampfen. Der thermische Effekt findet bei jeglichen Raufutter statt. Auch Stroh und Silage ist ebenfalls bedenkenlos zu bedampfen. Wir lassen euch nicht im Stich. Wir arbeiten mit Leihbedampfern, die wir euch schnell zuschicken können. Und wir haben einen Reparaturenservice, der sich eure Geräte annimmt und diese zuverlässig wieder repariert. Bevor ihr ein Gerät zu unserem Reparaturdienstleister einsendet, bitte kontaktiert uns vorher telefonisch.